So hört das aber nie auf. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Ja, wir sind ja immer noch. Wer hätte es gedacht? Wir waren nie weg. Finde ich schade. So, lässt uns nach oben. Psst, LP, ich bin's, Slam. Ich habe mich verkleidet, um hier reinzukommen. Na, überrascht. Also hier die Info. Der Boss des Team Krypto wartet auf euch in der obersten Etage im Colosseum. Ich habe gehört, er hat das ultimative Krypto-Pokémon. LP, Slam, passt bloß auf euch auf. Kann ich mich noch bitte noch mal heilen? Bitte, 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 bitte. Das wäre jetzt so dringend notwendig. Aber jetzt dürfen wir noch gegen Jakira oder wie auch immer. So, ihr habt es alles tatsächlich bisher geschafft. Eine reife Leistung. EP Sam, ich heiße euch herzlich willkommen im Lagerturm. Man nennt mich Jakira. Ist da irgendwo eine Windmaschine oder warum weht sein Haar? Erinnert ihr euch noch an unsere erste Begegnung damals in Phaenak? Ich wusste gleich, dass wir uns irgendwann wiedersehen würden. Dennoch erstaunt mich euer Durchhaltevermögen. Der Weg hier herauf war hart. Mit Absicht. Aber genug geredet. Wir haben einen berauschenden Empfang zu eurer Begrüßung vorbereitet. Ich werde mich schon einmal nach oben begeben und euch dort erwarten. Kommt doch bitte nach. Kann ich mich jetzt heilen? Verdammt nochmal. Ja, müsst die Statuen unserer Krypto-Pokémon LP schnell, wir müssen hinterher. Ja, mich würde es erstmal freuen, wenn wir speichern könnten. Nein, er ist weg, LP, was sollen wir tun? Ich hab's. Da drüben, wir benutzen ganz einfach den anderen Aufzug. Ja, wenn der mich zu einer Heilquelle führt. Nein, diesen können wir auch nicht benutzen. Ach Leute, schon eine Weile her, was LP? Du wirst doch nicht sagen, dass du dich nicht einmal mehr an mein Gesicht erinnern kannst, oder? Diese Visage, der ist doch vom Team Kral. Achso, das ist Sam. Diese Visage, das ist doch vom Team Kral. Aber was macht dieser Verbrecher ausgerechnet hier? Was denn ausgerechnet? Du traust deinen Augen nicht, stimmt's meine Kleine? Aber stimmt, ich bin da Kral, der Kopf des Team Kral. Merk dir meinen Namen. Und du willst wissen, warum ich hier bin? Du willst, das willst du doch, Süße, oder etwa nicht? Genau, hier ist das Hauptquartier von Team Krypto. Da gibt es doch gar keine Verbindung zu Team Krall, oder? Haha, Überraschung. Da ist sogar eine ziemlich starke Verbindung. Die Krallmaschine haben wir rechtschaffene Räuber, nämlich der Großzügigkeit von Team Krypto, zu verdanken. Und mit der Krallmaschine sollten wir uns die besten Pokémon unter den Nagel reißen, die wir finden können. Was? Aber das bedeutet ja, dass alles ein Plan von Team Krypto war. Genau, das ist ja fast deine. Oben wartet Jakira schon auf euch, aber ganz so einfach mache ich es natürlich nicht. Vorbezahlst du dafür, dass du unseren Unterschlupf zerstört und das Team Krall vernichtet hast. Denk nur nicht, du könntest mir einfach so besiegen. Wow. Ja, mit dem beeindruckenden Schnauzer. Oder mit dem lebenden Schnauzer sogar. Ein Highlight folgt auf das nächste, nicht wahr? Und das sind schon Level 52. Das kann auch Erdbeben, auch Hilfe. Ja, Robert seinen besten Kumpel, das finde ich ja auch sehr charmant. Jetzt kommt hier nämlich nochmal ein Erdbeben, das deutlich stärker ist. Wobei, ja gut, das ist nicht sehr effektiv. Das ist irgendwo schade. Tengu-Boost. Ja. Komm, Volltreffer. Ja, reicht halt nicht ganz, aber es wird auf jeden Fall vom nächsten Erdbeben besiegt. Ja, und Tengu ist dann wieder schön in Mitleid gezogen. In Mitleidenschaft gezogen. Oh, ein Volltreffer sogar. Nicht sehr effektiv. Leider. Oh, Gigasauger. Ah, aber der denkt natürlich strategisch. Oh Gott. Nein!
Ja, dass mein Plan fast aufgegangen, aber am Ende ist es doch nicht. Dann müssen wir das jetzt halt eben anders lösen. Wir hatten auch keine andere Wahl übrig. Ja, aber Pinsel überlebt leider Gottes. Und es verzichtet jetzt sogar auf das Erdbeben. Macht sich aber selbst dafür zum Affen. Oder fertig. Oh, Hariyama. Ich fürchte, wir müssen uns heilen. Wir müssen einen Heilgegenstand in Anspruch nehmen. Das ist auch nicht so das Allerschlimmste. Das Problem ist halt einfach nur die EP. Oder die AP. Die gehen halt langsam aus. Man könnte es mit Nachtara versuchen. Nachtara hat halt auch nicht so die mordsmäßigen Attacken. Eigentlich müsste ich Psyana bringen, das ist jetzt gerade dumm gelaufen, da habe ich jetzt gerade nicht nachgedacht. Ja, alles mal auf Tengu-List. Ja, bringt halt alles nichts, weil es halt Unlicht ist. Mensch, das ist alles nur wegen dem scheiß Gigasauger. Oh, schlägt sogar zurück, das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir gleich nochmal machen. Nicht sehr effektiv, aber ich hoffe, es schlägt nochmal zurück. Und damit ist Tengu List erledigt, das hat ja immerhin geklappt. Hast du zufälligerweise irgendein Pokémon, das wir dir wegschnappen können? Panzer-Aeron. Tatsächlich. Ja. Ich mag Pokémon, die man quasi geschenkt kriegt. Fast erledigt, können wir ja tauschen gegen Psyana. Meine Güte, aber wir haben fast alle Pokémon sind von uns weg, aber das ist gar nicht gut. So, ein weiteres lästiges Problem weniger. Psyana braucht eine Attacke überleben oder zwei. Das klingt gar nicht gut. Nun, wir haben überlebt. Ja. Überleben Giftstachel. Überleben Psychstrahl. Komm, das packst du. Und es reicht sogar. Hurra! Aber den Typen auch bezwungen. Aber komm, da oben muss es jetzt doch die Möglichkeit geben, sich zu heilen. Das sonst wird's kritisch. Du bist ganz schön stark geworden, MP. Ach, wie wär's, MP? Wollen wir nicht wieder gemeinsame Sachen machen und ganz von vorne anfangen? Du und ich, wir beide, die Krallmaschine, nichts. Nein, wir machen nicht mit. War doch klar, dass du das sagen würdest. Na gut, ist schon in Ordnung. Für dich gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Los, man erwartet dich schon. Bitte sag, dass es da oben eine Heilmöglichkeit gibt. Das kann doch nicht so schwer sein. Nee, jetzt. Ich hoffe, wir sind geheilt. Ich hoffe, wir sind geheilt. Ich finde es so einen Blödsinn vor allen Dingen. Wir konnten nicht speichern. Oh Gott, also wenn wir nicht geheilt werden, sind wir dem Untergang geweiht.
Du bist zu spät dran, LP. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Da hätte dich erledigt. Wie auch immer, du bist Team Krypto eine Entschädigung schuldig. Siehst du doch hoffentlich ein. Du wirst in diesem Kolosseum kämpfen, um die Schäden wieder gut zu machen, die du angerichtet hast. Ich erwarte von dir einen Kampf, der unserem Publikum begeistert. Kann ich mich nicht zuvor heilen, Leute? Also ich bitte euch. Vor so einem Publikum wird man richtig nervös, oder? Da darf man nichts verkehrt machen. Ich werde gerne mit ihm in Ordnung. Und bitte sag, dass wir geheilt worden sind. Sag, dass wir geheilt worden sind. Bitte sag, dass wir geheilt worden sind. Ich meine, du würdest nicht die ultimativen Pokémon raus auspacken. Ja, Level 45. Ach, das ist doch einfach nur unfair, wenn das... Ja, ey, es ist so eine hundselendige Verarsche. Wir hatten keine Chance, uns irgendwo zu heilen. Dankeschön. Danke für nichts. Gott, und das sollen wir durchstehen. Da kapituliere ich doch lieber gleich, ganz ehrlich. Das sollen die uns fertig machen und komme ich nochmal her, wenn ich geheilt bin. Also, Leute, nein. Aber auf der anderen Seite, ich habe nur 3 Pokémon. Es ist eine absolute Verarsche. Na komm, machen wir erstmal einen Miltank, fangen wir natürlich. Schön, dass die hier alle so jubeln. Dreckspiel. Ohne Scheiß jetzt. Ey, das ist so eine unfaire Kacke. Es ist kein Pokémon Center in der Nähe. Du musst eine Ewigkeit zurücklaufen, um dich zu heilen. Geschweige denn abzuspeichern. Und dann kommt, zieht die so einen Scheiß ab. Ich glaube es nicht. Ich würde mich jetzt nicht heilen. Ich finde das einfach nur für eine Verarsche. Was soll das? Ja gut, beide sind kurz vorm Verrecken. Da schmeiße ich lieber hin. Da kämpfe ich halt jetzt nochmal gegen ein Pokémon, das halt kein Krypto-Pokémon ist. Aber es ist unfair. Das muss man doch erwarten können. Das ist doch keine Top 4 oder sowas in der Art. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das sogar noch hier, den Kampf zu bestehen. Ja, wir schaffen den Scheiß sogar noch. Also Leute, das geht so gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wir sind ja nicht mal im richtigen Kolosseum, denn es ist ja gar kein Kolosseum-Fight. Bitte heilt uns! Ja, weil so wird es einfach nichts. Ja, das ist sehr an der Reihe. Aber bitte sagt, dass wir geheilt werden, Mensch. Wir müssen geheilt werden. Das ist einfach nur unfaire Scheiße, was sie hier abzieht. Als ob die wirklich erwarten, dass man den ganzen Weg zurückläuft. Ja, das Spiel ist einfach nur... Das ist einfach nur schlecht. Da könnte ich mich jetzt wieder aufregen drüber. Was soll der Scheiß? Ja. Gefundenes Fressen. Ich bemühe mich gar nicht jetzt drum, hier irgendwie was zu machen. Wir fangen schon mal ab, Soul. Ab Soul fangen wir. Damit ich hier wenigstens etwas Produktives vorzuweisen habe. So, Ich könnte es natürlich versuchen mit Beleber und so weiter.
Aber das ist einfach nur. Es ist und bleibt unfair. Ich meine, ich könnte es natürlich besser wissen, weil ich das Spiel ja schon mal gespielt habe. Aber das ist 11 verdammte Jahre her. Was denken sich Neulinge, wenn sie das Spiel spielen? Die werden sich ja denken, jo, geil, ey. Ja komm, Mag, nein, mach uns fertig. Ich setze mich gar nicht zur Wehr, weil ich ganz genau weiß, irgendwann, die werden uns nicht mehr heilen in dem Spiel. Ist einfach nur blöd, ich meine, dass es mit dem Speichern so scheiße ist, ist die eine Sache. Aber das ist noch was, das hat eine ganz andere Qualität zu sich. Ja komm, macht uns fertig. Wird sich auch noch in den letzten Minuten diese Aufnahme ist ja schon gestürzt. Ja, da ganz unten irgendwo. Und ja, jedenfalls wird es hier. Wie sieht es eigentlich hier aus? Sind wieder vollständig geheilt. Haben noch alle unsere Level. Ja, da wird es hier gespeichert und die nächste Aufnahmesession wird eventuell die letzte sein. Wieder 4 weitere Pokémon dazugekrallt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.